Hallo und willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sitzen auf dem Bett, das heißt, wir labern euch mal wieder voll und es geht um Geld. Heute wird gequatscht. Genau. Ja, von ganz vielen von euch haben wir bei YouTube oder Instagram die Frage gekriegt, wie finanziert ihr euch eigentlich? Kriegt ihr Arbeitslosengeld oder was macht denn ihr? nee, wir kriegen kein Arbeitslosengeld. Wäre irgendwie cool, aber auch irgendwie unfair. nee, wir sind ja gar nicht in Deutschland, wir stehen ja dem Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung. Das heißt, wir kriegen kein Arbeitslosengeld. Wir kriegen eigentlich nichts vom deutschen Staat, wir zahlen. Genau, also wir haben uns unsere Reise folgendermaßen finanziert. Wir haben beide Vollzeit gearbeitet, wir hatten einen 40-Stunden-Job und haben eigentlich einen großen Teil unseres Geldes gespart. Also den Großteil unseres Gehaltes haben wir gespart und haben uns damit ein gutes Budget aufgebaut, um ein paar Monate gut über die Runden zu kommen. Genau, so einfach ist es eigentlich. Und ich habe im Voraus versucht, so ein bisschen zu planen, was wir so ausgeben werden und um dann halt auch das Budget festzulegen. Und wir haben es folgendermaßen für die laufenden Kosten festgelegt, und zwar auf 700 Euro. Nicht mit einberechnet sind da die Autoversicherung, die Steuer für Oskar und die Krankenversicherung, weil das einfach Vorauszahlungen waren. Und da kann ich auch kurz sagen, also die Krankenversicherung kostet 78 Euro im Monat für uns beide zusammen. Also eigentlich voll gut für eine Krankenversicherung. Voll wenig eigentlich. Genau. Die Versicherung für Oskar kostet 820 im Jahr und die Steuer kostet 192 im Jahr. Genau. Und wie ich mir das Ganze gedacht habe, was wir monatlich ausgeben, sind einmal 250 Euro für Diesel, 200 Euro für Lebensmittel, so circa im Schnitt 30 Euro für Internet, also wir holen uns ja immer in jedem Land SIM-Karten, dann nochmal 20 Euro für unsere Handyverträge, die wir aus Deutschland noch haben, und 200 Euro für alles, was man noch so braucht. Campingplatz, Duschen, Waschen, Maut, all solche Späße. Und dann kommen wir halt auf 700 Euro im Monat. Ja, also die ersten Monate hat das nicht so gut geklappt. Den April lasse ich jetzt mal weg, weil wir da noch über eine Woche bei meinen Eltern zu Hause waren. Und ab Mai zählt es dann halt so richtig, dass wir halt unterwegs waren. Und ja, von Mai bis Juli haben wir unser Budget ziemlich überschritten. Da waren wir bei 800, ein bisschen über 800 im Monat, weil es auch einfach nicht anders ging. Es waren die teuersten Länder in Skandinavien, der Sprit war sauteuer. Wir haben in Norwegen 1000 Fähren genommen und einfach die Distanzen sind halt auch riesig. Also wir haben sehr viel mehr für Sprit ausgegeben und auch für Lebensmittel. Aber jetzt im August haben wir es zum ersten Mal geschafft. Da waren wir bei 699 im Monat und das hat mich schon so stolz gemacht, dass wir das geschafft haben. Und diesen Monat, also im September, sieht es auch ganz okay aus. Also vielleicht kommen wir ein bisschen über 700, aber wir sollten es schaffen. Und wir sind halt, ja, wir sind sehr sparsam unterwegs. Ja, genau, das muss man dazu sagen. Also wir haben andere getroffen, andere Vanlifer. Die haben ein deutlich höheres Budget, teilweise sogar das doppelte Budget, was wir haben. Oder halt auch viel mehr wie wir. Und wir sind halt wirklich super sparsam. Also wir gehen nicht essen, wir trinken nicht, also sehr wenig Alkohol. Ja, das sind ja auch nochmal große Kosten. Haben wir erst jetzt auf der Reise angefangen. Ja, Laura trinkt gerne mal ein Bier. Und ich trinke jetzt gerne mal einen Wein. Genau, also wir rauchen nicht. Also das sind ja alles Kosten, die man nochmal oben drauf rechnen müsste, wenn man es müsste, also wenn man es machen würde. Und was wir halt auch nicht machen oder nicht viel, sind halt Aktivitäten. Also wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, uns einfach mal irgendwo ein Kajak zu mieten oder irgendwie mal eine Bootstour zu machen oder irgendwie eine, keine Ahnung, eine Safari oder so. Ja, das geht halt, das passt halt nicht ins Budget bei uns. Ist aber auch meistens gar nicht so schlimm, weil wir lernen das Land halt auch dann eben auf anderen Weisen kennen. Ja. Manchmal würde man schon gern was machen und klar, wir gehen auch in Nationalparks, wir suchen uns dann aber nicht die teuersten aus, sondern wir versuchen dann halt kleinere zu finden, die auch schön sind, die ein bisschen günstiger sind. Und das klappt schon alles ganz gut, ja, oder? Also es ist alles super eigentlich. Ja. Passt schon. Ja, und vor der Reise haben wir uns viele Gedanken gemacht, was können wir denn eigentlich auf der Reise machen, um Geld zu verdienen. Und da wir beide vorher im Online-Marketing gearbeitet haben, lag es eigentlich nahe, dass wir versuchen werden, uns irgendwie von unterwegs selbstständig zu machen und von unterwegs zu arbeiten. Das schiebt man dann aber irgendwie merkwürdigerweise immer vor ganz sich her, so ein bisschen. Auf, ne? Man hat ja irgendwie das Budget für ein Jahr ungefähr. Braucht man ja gar nicht. Aber eigentlich will man ja auch eher relaxen und das Leben genießen. Aber jetzt, wo ein halbes Jahr vorbei ist, da denken wir uns schon so, ja doch, wir könnten jetzt mal anfangen, uns was zu überlegen und mal was zu machen. Und da sind wir jetzt auch fleißig dran. Also wir bemühen uns da gerade,
irgendwie von unterwegs zu arbeiten. Und sonst haben wir noch YouTube-Einnahmen. Also die sind jetzt nicht riesig. Wir werden davon auch keinen Monat überleben können. Aber wir haben halt kleine Einnahmen bei YouTube, weil ihr unsere Videos so fleißig guckt. Also danke dafür. Teilt gerne mal unsere Videos oder ja, wenn ihr noch keinen Account habt bei YouTube, macht euch einen und abonniert unsere Videos. Ja, das, oder also abonniert unseren Channel. Das würde uns wirklich schon riesig helfen, wenn ihr einfach abonniert und liked und ja, halt einen gerne Account auch mal habt. Das Video teilt. Und ja, wir geben uns sehr viel Mühe damit. Genau. Und ja, dann ist noch eine Sache, die wir noch nie in einem Video verraten haben. Das ist jetzt die Premiere. Wir haben eine Patreon-Seite. Und da haben wir auch schon 3 fleißige Unterstützer, die uns da jeden Monat unterstützen. Mit einem kleinen Betrag, den man da monatlich zahlen kann. Das kann man auch ganz unterschiedlich machen. Also wie viel man geben will, kann man machen. Und ja, das hilft uns halt auch sehr, sehr viel weiter. Weil genau, halt davon könnten wir uns dann vielleicht mal doch mal leisten, irgendwie, keine Ahnung, eine Aktivität zu unternehmen. Das macht dann wieder die Videos irgendwie spannender. Also es ist dann irgendwie so ein Kreis, der sich so hochschaukelt. Win-win-Situation, sagt man so schön. Genau, und was wir halt bei Patreon auch machen, wir teilen unsere YouTube-Videos immer früher, als sie dann halt bei YouTube online gehen. Und ja, teilen einfach noch ein paar mehr Insights, Sachen, ja. Genau, als bei Instagram und halt bei YouTube. Ja, also schaut da gerne auch mal vorbei. Genau, der Link ist in der Infobox. Und sonst haben wir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, oder? Nö, ich glaube, es reicht. Genau, falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ja, wir antworten ja immer ganz fleißig. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, oder? Ja. Bis dann, ciao. Guck mal meine Muckis an. So. Okay, ja. Warte, ich muss noch meinen Arm. Okay. Und bitte?